Auch einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der 1. März, 8.32 Uhr. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Wir starten mit einer 15er Box. Wir haben eine Vola gehabt heute Morgen von 69, ein bisschen zurückgegangen. Also, wir gehen auf 14.407 Long und 14.392 gehen wir. Short, Big Number Trade. Wir schauen auf dem linken Bildschirm, beziehungsweise hier gestern nochmal auf die zurückliegenden Tag. Da gab es keine kleinen Boxen, weil wir eine große Vola haben. Wir sehen jetzt, sind wir short im ersten Trade. Erster Trade short. Ab dem zweiten Trade wird angepasst. Wo gehen wir hin? Was ist unsere Zielmarken? Wir versuchen hier die 50er-Zone erstmal anzuteasern. Danach haben wir den Daily Pivot und Big Number und nach oben hin genau das gleiche. Dann haben wir hier, müsste hier die 50er-Zone sein. So fängt sie an dort oben, genau. Da wollen wir hin. Wir gucken einmal auf MTX, ob wir da. Wir haben rote Sonne. Da sollten wir auch aufpassen, ob wir da noch einen Trade bekommen. 104 Punkte. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Also wir sind short im ersten Trade und wir sollten da auch, denke ich mir, rauskommen. Wir haben ein Gap, eine Kurslücke von 120 Punkten. Ja, also ein Up-Gap für heute Morgen. Und wie immer schauen wir jetzt einmal auf unsere Bereiche und fangen ganz unten an. Und neues Chartfenster. Und wir fangen heute an mit Vorlage Zickzack-Linie und ich habe den Bitcoin heute als erstes und wir sind auf Daily-Basis long. Es gab also eine kräftige Gegenbewegung gestern. Ja, hat sicherlich was mit der Auseinandersetzung mit Ukraine und Russland und Russland und der NATO und der Einschränkung der Devisen. Ja, Krypto als dezentrale Währung jetzt. Von leichtem Vorteil. Wir sehen es hier. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Long. Und auf Daily haben wir auch hier eine Hürde, die, wenn wir uns die Linie mal hier ziehen, die wir eigentlich ganz gut bei 42 hier oben dieses Hoch. Ja, also das sieht eigentlich ganz gut aus, dass der Markt hier weiter laufen könnte. Dann gehen wir weiter in den nächsten Markt. Das ist dann der Dow Jones. So, Dow Jones auf Daily Basis. Short. 4 Stunden Long. Stunde Long. 30, 15. Und 5 auch long. Also da bis auf den Tageschart sind wir long und wenn wir weekly gehen, sind wir auch short. Also da ist die Grundtendenz immer noch auf fallenden Kurs. Leichte Erholung hier in den Märkten, aber keine Entwarnung. Ja. Und S&P 500 sehen wir auch. Daily short und 4 Stunden long. Stunde long. 30, 15 und 5 auch long. Hier. Kommen wir im nächsten Markt, ist Technologiebörse Nasdaq auf Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 15, 30 Long und auf den kleinsten 5 Minuten auch Long. Gehen wir in Öl, der Öltrade auf Daily nach wie vor Long, 4 Stunde Long, 30 Long und auch hier mit dem Gap Up vom Wochenende 15 Long. 5 Minuten auch Long Gold, Daily Long, 4 Stunden Long, 30 Long, Stunde Long, 30 Long,
Stunde 15 long und 5 Minuten auch long. Letzter Markt ist der DAX. Daily Short. 4 Stunde Short. Stunde long. 30 long. 15 long und 5 Minuten auch long. Das ist einmal der Überblick hier. Wir sind im zweiten Trade. Wir gehen hier auf angepasst und ziehen es auf die grüne Zone hier auf 47 erstmal hoch. Es ist 8 Uhr 39. Ups. Trade ist in Gewinn gelaufen. Ich wünsche den YouTubern alles Gute und ihr hört uns morgen letztendlich wieder. Bis dahin gute Trades noch. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich uns zu liken. Also habt Erbarmen mit mir, wünsche euch gute Trades, bleibt gesund.